Hallo, mein Name ist Stefan Schneckenleitner, ich bin Mitglied der Feuerwehr Kronsdorf und wie ihr vielleicht wisst, stehen wir ja kurz vor dem Bau unseres neuen Feuerwehrhauses und ich befinde mich hier jetzt im alten Feuerwehrhaus und melde mich oder wende mich mit einer Bitte an euch und zwar, wie ihr ja bereits wisst, unser neues Feuerwehrhaus wird ja drüben jetzt beim ASZ gerade gebaut oder ist mitten, ja, wir sind mitten drinnen auf gut Deutsch. Und es geht natürlich wie immer um eine Sache, und zwar um die Spenden, um ein Mithelfen für uns bei der Feuerwehr. Und das können wir halt alleine einfach nicht bewerkstelligen. Und darum brauchen wir euch, liebe Kronsdorferinnen, Kronsdorfer und ja, Freunde aus der Umgebung, damit ihr uns unterstützt. Wie ihr seht, unser Feuerwehrhaus ist ja, ja, es ist einfach in die Jahre gekommen. Es ist eng. Wir haben Fahrzeuge, sind immer mehr geworden, Leute sind mehr geworden. Der Platz aber im Gegensatz ist immer weniger geworden. Und ja, auf was will ich aussehen? Wir haben mehrere Ideen, wie wir Spenden lukrieren wollen. Und eine ganz spezielle Spende möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar, die kommt von unserer Feuerwehrjugend. Und die Idee war von unserem Kommandanten. Und zwar, wir wollen das Feuerwehrhaus, was wir draußen bauen, in Lego nochmal nachbauen. Das heißt, wir werden Bausteine verkaufen, wie man es auch vielleicht von anderen Feuerwehrhäusern kennt. Aber in dem Fall keine echten Bausteine oder keine in Form von einem Zettel, sondern wir verkaufen Lego-Steine, bauen das Feuerwehrhaus in Lego nach. Das heißt, ein Baustein kostet 3 Euro. Ihr seht zwar den Lego-Stein leider nie, weil der wird dann in dieses Lego-Haus reinfließen, aber ihr könnt quasi zeitgleich den Bau des echten Feuerwehrhauses und den Bau des Lego-Hauses jederzeit mitverfolgen. Und wie das Ganze ausschaut, das werden wir gleich sehen.